wollte nur ein ganz kurzes Quickie-Video machen. Und zwar ist das einer meiner Lieblingslidschatten von MAC. Der ist nicht mehr im Programm, war auch in einer Palette mal drin, in der Formel Black Cool Eyes. Das ist der Duff Feather. Das ist ein Velux-Lidschatten. Das heißt, er ist matt und hat eine ganz feine, auf eine besondere Weise gemahlene Textur. Das ist halt so ein Ton, das ist gemischt aus allen Farben des Color Wheels, würde ich sagen. Da ist Blau drin, da ist Rot drin und auch Gelb. Dadurch ist er halt so neutral. Jetzt ist die Katze im Licht. Ja, das ist meine Katze, beziehungsweise mein Kater. Der ist auch geschminkt, sehr hübsch. Schmeißt mir gerade meinen schönen Hintergrund weg. Hey, sag mal! Du brauchst ein bisschen Aufmerksamkeit. Naja, auf jeden Fall ist der nicht mehr erhältlich. Leider, leider. Und die Farbe ist halt so schön, so universell. Und ich habe jetzt endlich auch einen Dupe dafür gefunden. Halt etwas, das farblich sehr, sehr ähnlich ist. Und zwar den Kryolan Eyeshadow Compact Matte in Dusk. Das ist ein Refill. Die haben nämlich Palettensysteme. Die gibt es aber auch im Pfännchen, also im Töpfchen. So ein Refill kostet 4 Euro und birgt, ich meine, 3 Gramm oder 2,9. Sogar nur 2,5. Ist aber immer noch mehr als bei MAC drin und kostet 4 Euro. Und im Töpfchen kostet es, glaube ich, 5,90 Euro oder so. Und jetzt wollte ich hier mal ein bisschen vergleichen. Ihr könnt ja schon die ganze Zeit drauf starren. Der Farbunterschied ist zwar gegeben. Der Dusk ist ein klein wenig dunkler, aber ich finde, dass sich der Duff Feather auf der Haut ein bisschen verändert und dann wird der Unterschied nicht mehr so riesig. Ich stelle das mal hin und vielleicht schaffe ich es ja. Oh, hör auf, doofe Katze, ein wenig die Deckkraft und so einzufangen. Ich fange mal mit da Feather an. Ich streife ein paar Mal drüber. Und ich habe hier so einen ollen Creme-Lidschatten drauf als Base. Oh, so. Konnte man das sehen? Also es ist ein, ja, ein warmer Fliederton oder ein kühlerer Pflaumeton. Irgendwo dazwischen eben. Jetzt den mal. Die Textur ist ziemlich gut auch bei den Kryolan-Lidschatten. Und das ist das Ergebnis mit dem. Puste mal. So. Und das ist das Ergebnis. Ihr seht, da hat so einen leicht rötlicheren Stich. Und vielleicht also ein Hauch von Schein. Nochmal ein bisschen dunkler. Ich finde aber gerade dieses leicht rotstichige, das ist das, was mir am Auge nicht ganz so steht. Da ist wirklich der Kryolan ein guter Kompromiss. Aber im Endeffekt ist die Farbe tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also eine wunderbare Farbe. Durch diesen Mischmasch aus den verschiedenen Nuancen, die dann relativ ausbalanciert sind, passt eigentlich zu fast jeder Farbe und je nach Kontrast, also wenn ihr Blau damit kombiniert, dann wird es halt relativ rotstichig, weil er dann eben diese Teile des Lidschattens hervorhebt. Und wenn ihr das mit etwas wärmerem kombiniert, dann sieht er recht kühl aus. Ne? Mann! Jetzt wird er mich hassen! Also ich kann die Kryolan-Lidschatten auf jeden Fall empfehlen. Ich habe ein paar Nuancen davon. Sind wirklich sehr schön. Farblich, sowohl als auch von der Textur, finde ich die sehr gut. Sehr gleichmäßig, buttrig. Also mag ich sehr gern. So, das dazu. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bye!